oder ich sollte vielleicht besser sagen Schornsteinfreunde. Jetzt geht es um das rauchende Ding aus dem Dachhaus. Es geht um Schornsteine und wir fangen ganz, ganz allgemein an. Die Frage hat keiner gestellt, aber wir haben uns gedacht, wir behandeln es vorher nochmal als Einstieg, und zwar, was ist überhaupt ein Schornstein? Es gibt den schönen Spruch, alles was der Mensch zum Leben braucht, ist ein Schornstein, der raucht. Ein Schornstein ist etwas sehr allgemein Ausgedrücktes. Man muss eigentlich sagen, man muss es mal unterteilen in einer Abgasanlage und in einer Abgasleitung. Dazwischen gibt es natürlich noch Sachen, die jetzt für alle allgemein verbindlich sind, sozusagen. Und für einen Schornstein mal in der Definition der Feuerwerksverordnung, ich mache es auch mal hier dahinter, Feuerwerksverordnung, ja, da ist das definiert, was ist denn überhaupt ein Schornstein, spricht man davon, dass ein Schornstein eine Ableitung für Rauchgase ist, das ist eh klar, schreibe ich nicht hin, die aber eine Sohle und eine Mündung hat und allseitig ist. Dazu großbrandbeständig. Das allseitig kurz erklärt, alle Seiten müssen einen Schornstein bilden, nicht nur drei oder zwei, ja, sondern vier Seiten müssen einen Schornstein bilden. Und sie sind dann F90 bzw. für feste Brennstoff zulässig, wenn das Ganze passiert mit mindestens 11,5 cm Klinker. Halbbrand, versteht sich. Kein Hochbrand. Dann habe ich einen Schornstein in der Definition, weil ein Schornstein bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf feste Brennstoffe. Ja, im landläufigen Gebrauch, im Wortgebrauch, ist ein Schornstein einfach das, was rausraucht. So. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede zur Abgasleitung und Abgasanlage. Also Abgasanlage ist feste Brennstoffe, das ist schon mal ganz wichtig. Fest, gasförmig und flüssig. Hier habe ich bestimmte Anforderungen an Abstände, gerade wenn es darum geht, im Innenbereich zu arbeiten oder Wanddurchbrüche zu machen. Hohe Abstände schreibe ich mal da rein, also da haben wir ganz andere Abstandsflächen einzuhalten als jetzt bei flüssig und gasförmig. Klar, ist eine ganz andere Temperatur. Ich schreibe mal hier hin kaum Abstände. Wichtig für Abgasanlagen und auch Abgasleitungen ist, dass wir heute eigentlich gar nicht mehr mit irgendwelchen gemauerten alten Schornsteinen zu tun haben, sondern das sind alles sogenannte Systemschornsteine. Deswegen schreibe ich hier auch mal das System davor, in Klammern, weil die alten Systeme oder die alten Schornsteine gibt es kaum noch. Wenn ich einen Systemschornstein habe, bin ich sowohl bei der Abgasleitung auch bei der Abgasanlage grundsätzlich in einigermaßen sicherem Wasser, weil der Hersteller ein System zulässt. Das heißt, er geht hin und sagt, die Bauteile gehören dazu und die haben solche Eigenschaften, damit kann der Kunde oder der Ersteller das und das bauen. So. Das steht da alles definiert und solange man sich dran hält, ist es egal, was passiert, man ist da einigermaßen vogelfrei und in Schutz, weil eine Produkthaftung niemals endet, ja, das gibt es nicht, sondern das Produkt muss diese Eigenschaften für die gesamte Lebensdauer aufrechterhalten. Und da ist es eigentlich relativ simpel zu sagen, das wird es halt auch. Jetzt ist es so, ich male mal kurz, so ein Haus sein. Wichtig ist, wenn wir jetzt den Schornstein betrachten, das ist meistens irgendein viereckiges Gerät und dann meistens ist auch noch ein Rohr drin, entweder aus Kunststoff, aus Metall, Stahl, Edelstahl oder eben aus Keramik und der geht über mehrere Geschosse, so wie hier jetzt, dann darf er nirgendwo unterbrochen sein. Das ist ganz wesentlich und das gilt auch für die Abgasleitung. Sie darf nirgendwo unterbrochen sein und sie darf auch nur in diesem System verwendet sein. Also sprich, ich darf keine anderen Systeme, bis hierher das eine und dann das andere. Das geht nicht. Bei Schornsteinaufsätzen ist das was anderes, aber wenn ich jetzt die komplette Abgasanlage mir betrachte, ist hier unten die Sohle und hier oben ist die Mündung und dazwischen darf es weder eine Unterbrechung geben in den Geschossen, also auch nicht aufgesetzt und unten angestoßen, sondern es muss eins durchgehen, das Material muss das gleiche sein. Und ich brauche dafür auch eine Zulassung.
Wenn ich das handwerklich erstellen will, gibt es natürlich auch noch Menschen, aber das passiert sehr selten, die jetzt sich 11,5er Ziegel nehmen und Stein auf Stein setzen, dann habe ich die gleiche Anforderung. Allerdings ist natürlich keine Prüfung da im Sinne von einem Zertifikat oder ähnlichem, sondern ich baue mit 11,5er Stein, damit ist das Ding automatisch F90 und als rußbrandbeständiger Schornstein auch zugelassen für die festen Brennstoffe. Und das ist die höhere Anforderung als die Abgasleitung, die im Einfamilienbereich in der Regel heutzutage mit einem kleinen Röhrchen aus dem Dach oder aus der Wand endet. Ja, das ist keine große Anforderung. Hier muss man halt immer auf Temperaturen achten. Wanddurchführung ist ein Thema, ne, gerade bei Holzhäusern. Dachdurchführung ist ein Thema. Abstände zu brennbaren Bauteilen ist immer ein Thema. Das kann man jetzt aber nicht in so einem Video allgemein behandeln, weil das sind eben spezielle Anforderungen, die jedes System und jeder Hersteller unterschiedlich definiert. Wichtig, dass ihr es im Kopf habt. Wichtig auch, ihr müsst den Schornsteinfeger, bevor ihr überhaupt vorhabt zu bauen, informieren darüber, dass ihr baut. Das manchmal kommt er vorbei, will sich das angucken. Manchmal sagt er, ist gut so, macht das so. Das hängt natürlich vom Kollegen ab und das hängt natürlich auch davon ab, was jeder machen wollt. Außenwandschornsteine sind mittlerweile simpel und so weiter. Und dann gibt es auch noch, das ist mir ja auch noch Anforderungen über die Höhe des Schornsteins über Dach. Das haben wir noch, was die Dachdurchdringung bzw. dann Hinterlüftung im Dachbereich angeht, ebenfalls. Das würde jetzt aber vielleicht ein bisschen weit gehen. Merkt euch einfach, es gibt einen Schornstein, nicht nur so landläufig, sondern man unterteilt es in Abgasanlage und Abgasleitung. Und da bei der Abgasleitung relativ einfach, relativ schnell gemacht. Abgasanlage muss man genau hingucken, muss man auch mit dem Schornsteinfeger genau vorher absprechen, dass es dann keine bösen Überraschungen gibt, falls doch mal ein Balken zu nahe kommt, etc. pp. Gut, da gibt es, also hier würde es mich nicht wundern, das würde mich natürlich auch freuen, wenn ein paar Detailfragen kommen, weil hier könnte man noch 3 Stunden weiterreden, wäre immer noch nicht am Ende. Das macht nur keinen Sinn, guckt sich eh keiner an. Nur wenn ihr eben Detailfragen habt zum Thema Schornstein, Fragen dazu in aller Art, stellt sie, schreibt sie in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, weil es kommen noch ein paar andere Schornstein-Videos und die wollt ihr alle sehen. Bis dann.